Die Europäer sind eindeutig unzufrieden. Craig Elam Oanda. Trotz der Entscheidung der britischen Notenbank, den Zins während der März-Sitzung nicht zu verändern, hat einer der Bankvertreter während dieser Sitzung überraschend für eine Leitzinserhöhung gestimmt. Glauben Sie, dass der britische Zins nun bald steigen wird? Ganz genau. Viele glaubten, dass die Notenbank vor dem Jahr 2019 keine geldpolitischen Veränderungen einleiten wird. Der Inflationsdruck steigt aber wieder in England und nicht nur aufgrund eines veränderten Wechselkurses und veränderter Rohstoffpreise. Und Christian Forbes hat dieses Warnsignal erkannt und für eine Leitzinserhöhung gestimmt. Die Chancen sind groß, dass auch die restlichen Mitglieder ihre Meinung bald ändern werden, was die Höhe des Leitzinses angeht. Ein veränderter Wechselkurs ist und bleibt der wesentliche Ansatzpunkt für die britische Notenbank. Vor dem Hintergrund eines veränderten Wechselkurses, der Erwartungen einer Leitzinserhöhung und steigender Preise wird die Notenbank ihre Geldpolitik an dieses Umfeld eben anpassen müssen. Die reellen Preise steigen mit den Erwartungen der Marktteilnehmer und das ist ein großes Risiko, welches die britische Notenbank auf keinen Fall ignorieren sollte. Der amerikanische Leitzins ist in dieser Woche erwartungsgemäß gestiegen. Wie schätzen Sie die Reaktion des US-Dollar und der 10-jährigen Staatsanleihen ein und wie haben die Märkte reagiert? Die größte Überraschung war es, dass nichts Unvorhersehbares passiert ist. Die amerikanische Notenbank hat eine Leitzinserhöhung im März mehrere Male bereits angedeutet. Dieses Ereignis wurde von den Märkten in die Preise 3 oder 4 Wochen vorher bereits mit einkalkuliert. Anfang Februar hatten nur 13% aller Marktteilnehmer mit einer Leitzinserhöhung im März gerechnet. Durch eine demonstrativ aggressivere Einstellung und mehrere Andeutungen hat die amerikanische Notenbank den Märkten zu verstehen gegeben, dass die Tür für eine Leitzinserhöhung sehr weit offen steht. Das endgültige Resultat ist aber weniger aggressiv ausgefallen, als von der Fed angekündigt wurde. Der Zins wurde zwar erwartungsgemäß erhöht, die Erwartungen weiterer Leitzinserhöhungen in diesem Jahr sind aber auf maximal 3 gesunken. Was den jüngsten starken Aufwärtstrend des US-Dollar und 10-jähriger Staatsanleihen wieder etwas abgebremst hat. Es fundiert die Meinung, dass die Märkte aufgrund von Spekulationen kaufen und aufgrund von konkreten Daten wieder verkaufen. Und das ist es, was wir auch in diesem Fall gesehen haben. Vor dem Hintergrund aktiver Spekulationen haben die Märkte aktiv eingekauft. Die konkreten Daten haben sich im Nachhinein aber kaum verändert. Nach der Veröffentlichung der niederländischen Wahlergebnisse konnten die europäischen Führer, solche wie Bundeskanzlerin Merkel und der Vorsitzende der Europäischen Kommission, endlich wieder durchatmen. Wie hat der Euro auf dieses Ergebnis reagiert? Der Euro hat sich wieder etwas stabilisiert. Die Zufriedenheit der Europäer ist aber das größte Problem, welches mir momentan Sorgen bereitet. Frau Merkel ist deutlich erleichtert. Die Anzahl der Stimmen, die Geert Wilders zukam, fiel deutlich geringer aus, als die Umfrageergebnisse prognostizierten. Das, was wir sahen, ist etwas ganz anderes als das, was wir im vergangenen Jahr in England und in Amerika sahen, als die damaligen Umfrageergebnisse unterschätzt wurden. Die europäischen Politiker sind erleichtert und das aus gutem Grund. Die Chancen sind aber groß, dass die Niederlage des Herrn Wilders die nächsten Wahlen stark beeinflussen wird. Man darf nicht vergessen, dass seine Ziele viel extremer waren als die Ziele Marine Le Pens zum Beispiel. Ein großes Problem stellt meiner Meinung nach die Erleichterung europäischer Politiker dar, die annehmen, dass die populistische Bewegung in Europa somit besiegt wurde. Die Realität sieht leider anders aus. Die populistische Bewegung wird in Europa immer größer. Die Unzufriedenheit der Menschen steigt und die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass diese Unzufriedenheit die nachkommenden Wahlen in Europa beeinflussen wird. Was wiederum dazu führen wird, dass sich im Endeffekt nichts verändern wird. Die Wahlen in Frankreich rücken immer näher. Man nimmt an, dass Frau Marine Le Pen während der ersten Wahlrunde gewinnen wird. Die populistische Bewegung Frankreichs ist sehr stark
ausgeprägt, da die meisten Menschen stark unzufrieden sind, was die momentane Situation in ganz Europa angeht. Die Chancen sind groß, dass die Wahlergebnisse in Frankreich ganz anders aussehen werden als die in Holland, was die gesamte Region schockieren könnte. Die Unzufriedenheit der Europäer steigt. Während der letzten paar Jahre hat die populistische Bewegung den Liberalismus überholt. Craig, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.